Hey Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Hardcore. Ihr seht schon, ich war fleißig und das Minecraft auch. Es gibt allerdings ein kleines Problem. Wohlmöglich erkennt ihr es bereits, denn ich fürchte, dass das eine Minecart alleine das alles hier nicht schafft. Es schafft es leider nicht, alles einzusammeln. Es sammelt nur Fragmente der ersten paar ein, die es halt sammelt. Und hört dann leider aber auch schon wieder auf. Das bedeutet, es muss irgendwie, glaube ich, fast noch zwei weitere Minecarts da drin geben. Damit das Ganze dann auf vollem Level laufen kann. Und das werden wir jetzt tun. Ich werde jetzt nochmal zwei Minecarts holen. Und wir müssen mal schauen, wie die dann miteinander auskommen. So, außerdem, aua, hat sich das jetzt nach dem letzten Neustart, den ich gemacht habe, hier doch nochmal beruhigt. Jetzt ist es hier wieder ein bisschen, ja, ein bisschen performanter. Ich habe keine Ahnung, woran das lag. Ich hoffe, dass das jetzt in nächster Zeit nicht unbedingt nochmal passiert. Aber wie gesagt, ansonsten müssen wir mal schauen, ob wir da irgendwie modmäßig was regeln können. Soweit ist aber trotzdem alles eigentlich ganz okay. Wir brauchen nur jetzt erstmal ein bisschen Backup für das Minecart da drüben. Kisten. Hier habe ich noch zwei Kisten drin. Wir craften mal zwei weitere Hopper-Minecarts. Warte mal, dafür ist das nicht genug. Brauche noch ein bisschen mehr. So. Also, zwei Hopper, zwei Minecarts, machen zwei Hopper Minecarts. Und die müssen wir jetzt irgendwie nochmal gucken, dass wir die miteinander, also mitbringen. Ich werde erstmal eins extra nehmen. Glaube ich, oder vielleicht nehme ich doch gleich einfach alle drei mit rein. Die Sache ist nur die, ich hoffe, dass die sich nicht irgendwie zu sehr in die Quere kommen. Das ist meine einzige Sorge, die ich halt hätte. Und ich sag einfach mal, ich werde die hier so ein bisschen mit kleinen Abständen jeweils durchziehen. Jetzt machen wir das mal zusammen. So, bei 3,26, zumindest sagt OBS, das ist das Minecart jetzt hier. So, ich möchte jetzt mal gucken, wie lange das Minecart braucht, also 3,26. Und dann werde ich halt gucken, dass ich die wirklich so schalte, dass die perfekt miteinander synchronisiert hier durchfahren. Die Minecarts. Also, wir warten jetzt eben, bis das zurückkommt. Wir warten jetzt zusammen, bis das zurückkommt. Und wir haben jetzt 30 Sekunden. Jetzt geht er durch die Abbau-Cycles. Na komm. Das ist fast eine Minute, ne? Ist fast eine Minute. 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. Wow, es braucht fast genau eine Minute. Es braucht fast genau eine Minute. Wie geil ist das denn? Das ist perfekt. So, warte, dann gleich. Wenn OBS. Jetzt. Und dann in den nächsten 20 Sekunden, also war jetzt bei 46, dann gleich bei. Gleich bei 56. Nee, Quatsch, bei 06.
Und 06 und go. So. Jetzt müssten sie eigentlich perfekt synchron miteinander fahren. Die Minecarts. Und jetzt müsste alle 20 Sekunden hier eins hochkommen, was dann die Items einsammelt. Man hat es schon gesehen. Es bringt auf jeden Fall was. Wird jetzt auch öfter sogar abgebaut. Das heißt, das Ganze läuft jetzt theoretisch schneller und effizienter. So, und jetzt müsste hier aber alle 20 Sekunden... Müsste ja jetzt immer ein... Ich weiß nicht, ob ich das verpasst habe. So, genau. Hier kommt jetzt das hoch. Genau. Das liefert jetzt die Wolle hier ab. Okay. Und in 20 Sekunden, also jetzt gleich in 10 Sekunden in den nächsten. Also jetzt 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, blub. Da ist das nächste durch. Und das liefert jetzt hier die andere Wolle auch wieder ab. Sehr schön. So, jetzt ist die Frage, bleibt hier trotzdem noch immer, hier bleibt immer noch ein bisschen was liegen, ne? Immer noch. Aber ich glaube, ein bisschen weniger. Aber weiße Wolle kam hier bisher gar nicht mehr durch, ne? Ich sehe hier leider keine weiße Wolle durchkommen. Ich weiß auch gar nicht, ob die überhaupt noch gepickt up wird hier. Ne, also hier kommt es irgendwie immer noch kurz, glaube ich. Vielleicht brauchen wir echt noch ein viertes, ne? Du Scheiße. Also, dass das so viel Leistung frisst, das Ding. Dass man hier so viel Zeug braucht. Aber wir brauchen hier auf jeden Fall noch eine Nummer 4. Also wir müssen dann nochmal timingmäßig mal alles mal abändern. Wir müssen die nochmal alle abfangen. Wir müssen die ganzen Minecarts nochmal abfangen. Ich brauche nochmal ein Hopper-Minecart. Ach du Kacke, ey. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das so ein forderndes Teil wird. Meine Güte. So, dann machen wir noch ein viertes. So, damit muss das... mache ich nochmal... Ja, 5 ist fast, glaube ich, zu viel, ne? Ich glaube, 4 ist der Sweet Spot, oder? Das probieren wir jetzt mal mit 4. Ich fange die da alle ab. Und dann schicken wir alle 15 Sekunden eins los. Und dann müsste alle 15 Sekunden, müsste dann halt im Cycle das Minecart da immer einlaufen. Mal sehen, ob wir das hinkriegen. Weil wie gesagt, die ganze überliegende Wolle hier, die muss natürlich auch mal eingesammelt werden irgendwann. Was hattest du denn bitte für ein Manöver drauf? Ich habe da gerade schon so ein bisschen die Tokyo Drift Musik gehört im Hintergrund. Alter. So. Haben wir hier nochmal ein Tokyo Drift Kart? Ne, das ist ganz normal hier. Ne, auch nicht so ganz normal. Das driftet auch durch die Gegend. Könnt ihr mal aufhören zu driften, Alter? Bitte? Meine Güte. Hört doch mal auf zu driften jetzt. So, kommst du auch mal vorbei. Jede Minute. So. Okay. Alter, der ganze... Oh, okay. Der hatte jetzt 34 weiße Wolle dabei. Aber dann ist es echt... Also dann haben wir mit 4 Minecarts haben wir dann den Sweet Spot. Also. Folgendes. Also im Video ist es vielleicht ein bisschen weniger Zeit, aber... Bei OBS kommt jetzt gleich die 10-Minuten-Marke und dann machen wir es jetzt nochmal zusammen. So, 10-Minuten-Marke. Jetzt. So. Das nächste Minecart, dann gleich
15 Sekunden später. Also sobald dann bei OBS hier 15 steht. 12, 13, 14, 15. Und los geht's. So, nächstes Minecart bei 30. 30, 30, wer bietet 30? Na komm. 25, 28, 29, 30. So, jetzt 45. Und dann dürften wir den Sweet Spot haben. Dann kommt hier nämlich alle 15 Sekunden ein Minecart durch. Und flupp. So. Okay. Also dann muss das Ganze hier von 4 Minecarts betrieben werden, weil hier sonst zu viel Traffic ist, wie es aussieht. Weil es ist einfach, glaube ich, es liegt einfach daran, weil es zu viele verschiedene Items sind, die halt hier gesammelt werden. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem, warum der hier dann so viel ballern muss. Aber guck mal, jetzt holen die hier alle volle Farben, glaube ich, auch rein. Guck gerade mal, ob ich hier irgendwas noch liegen sehe. Das sieht gut aus. Ich sehe hier nichts mehr rumliegen. Das ist doch super. Das ist erfreulich. Das freut mich doch. Dann können diese hässlichen Treppen hier mal wieder weg. Das sind ja alle Schafe jetzt drin. Ja, und ich glaube, 2 reichen halt voll aus. Also guckt euch doch mal an, wie viel Wolle wir alleine schon durch diese 2 Schafe hier halt kriegen. Das ist so krank. Das sind ja insgesamt 2 und... Ne, warte mal. Es sind 9, 8... Es sind 38 Schafe, die hier jetzt am Dödeln sind. So. Wir haben hier noch einen ganzen Haufen nicht benutzter Schafe. Oh, soll ich die vielleicht umbringen? Scheiße. Ich frage mich auch noch, ob... ich weiß jetzt nicht, wie sich das verhält, wenn wir diese Farm halt mal ab und zu dann verlassen. Ob das dann, ob die Minecarts sich dann irgendwie outzünken. Aber das hatte ich gerade überhaupt nicht das Gefühl, dass die sich outzünken. Das ist halt mal eine Sache, die muss man vielleicht mal beobachten, wenn diese Farm dann wirklich mal so, weiß ich nicht, mehrere Stunden mal durchläuft. Also wenn ich hier wirklich mich mal so 3-4 Stunden einfach nur AFK drin reinstelle. Das wäre, glaube ich, der ultimative Test. So, Freunde, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich mit euch machen soll. Bin gerade ein bisschen überfragt. Habe ich meine Leine eigentlich noch gekriegt? Ne, die ist gedespawnt, ne? Die ist gedespawnt. Ja, die ist leider gedespawnt. Schade. So, ja, aber die werden auch schneller abgebaut. Gut und klar, einige Schüsse gehen halt ins Leere, ne? Einige gehen halt ins Leere. Und die Tatsache, dass jetzt aber auch schneller abgebaut wird, lässt natürlich jetzt auch die Einlagereffizienz hier wesentlich flexibler laufen. Aber ihr seht, wir kriegen alle Wollefarben. Wir kriegen sogar einiges an allen Wollefarben. Das, was ihr hier alles seht, das ist nur durch diese Farm entstanden und durch ungefähr, weiß nicht, das ist jetzt 20, 30 Minuten gefarmt. Das sind jetzt 20, 30 Minuten Farmertrag ungefähr. Und jetzt stellt euch mal vor, wir lassen diese Farm so 8, 9 Stunden mal am Stück, wenn ich mal eine Nacht durchlaufen lasse. Wie diese Kiste oder die ganzen Kisten hier oben dann alle aussehen werden. Und wenn wir das dann immer stückchenweise ins Lagerraum bringen, irgendwie unten. Wenn wir dann die jeweiligen Farben und so weiter da alle mal kategorisieren und. Ja, ich glaube, das wird schon alles ganz cool. Außerdem habe ich mich wohl doch nochmal um... Ich werde hier, glaube ich, eine Tür reinbasteln, oder? Ich mache hier so vielleicht so Steps rein und dann mache ich hier so eine Tür, sodass man hier rein kann und trotzdem so Zugriff auf die anderen Dinger hier hat. Ja, hier wird auch noch eingelagert, weil, wie gesagt, wenn die Minecarts hier halt ihren Stuff nicht durchkriegen, dann kriegen sie den Rest auch noch hier durch. Sodass die halt 2 Stationen haben, wo sie hier immer ablagern können. Weil es sind halt viele Items, die sie loswerden müssen, ne? Die kommen hier halt manchmal mit sehr vielen Items rein.
Die brauchen dann hier immer so immer ein kleines bisschen extra Nachzug. So. Ja. So, aber im Grunde ist es das Ganze. Jetzt geht es dann demnächst nur noch darum, das alles hier so ein bisschen schöner zu bauen. Tatsächlich. Also wir machen einen vernünftigen Boden rein, wir machen eine vernünftige Decke rein. Mit den Slabs halt und so weiter. Da haben wir ja im Ofen richtig ordentlich noch was da. Das hier bringe ich dann noch zurück. Schulterbox, da wir gehen halt erstmal nach da hinten drüben. So, ich will mir mal ganz kurz mal gucken. Wenn ich jetzt hier. So, ich merke mir das mal so halbwegs. 64, 56. So, also wir haben so ein paar. Da ist das gelbe 15, die merke ich mir mal. Ich merke mir mal das weiße und dann hier die anderen mal so ein bisschen. Jetzt gehen wir mal nach drüben. Jetzt gehen wir mal nach drüben Richtung Monsterfarm, dödeln mal so ein bisschen bei den Kisten rum. Und kommen dann hier hinten dann gleich nochmal zurück. Läuft das denn dann weiter? Wenn ich dann irgendwie hier hinten bin? Oder muss ich wirklich da drin in der Farm drin stehen? Weil das wäre ja auch an sich kein Problem. Was sehr wahrscheinlich der Fall ist. Allerdings ist, dass wenn wir drüben beim Haus sind, dass es dann hier nicht weiterlaufen wird. Da bin ich mir sehr sicher. Da bin ich mir sehr, sehr, sehr sicher. So, aber jetzt müssen wir mal gucken. Ja, wie gesagt, ich würde am Boden echt gerne mit Terrakotta arbeiten. Ne? Habe ich schon Bock drauf. Terrakotta-Boden. Hab ich echt Bock drauf. Hab ich Bock drauf. So, jetzt gucken wir erstmal. Also Decke werde ich wahrscheinlich ganz klassisch wieder erstmal Smoothstone nehmen. Vielleicht werden wir mit dem Terrakotta irgendwie an der Decke noch ein bisschen was rumspielen. Mal sehen. Ja gut, das machen wir mit dem Boden, ne? Okay, und was mache ich mit den anderen Schafen, ist die Frage. Wilde ich die echt aus, oder? Die jetzt umzubringen wäre schon scheiße, oder? Ich meine, okay, ja, machen wir, können wir machen, aber naja. Muss halt nicht sein, ne? So. Wir machen erstmal Smoothstone klar. Für Lager und für drüben. Dazu muss ich eigentlich nach da unten, hier runter. So. Keine Ahnung. Jetzt ist es hier wieder wunderbar stabil. Ich habe keine Ahnung, was das letztes Mal war. Warum das so war. Ich habe keine Ahnung. Aber jetzt läuft es hier wieder wunderbar. Wahrscheinlich war das wirklich irgendwas mit dem Dorftreff da. Keine Ahnung. Irgendwelche Bugs. Ich habe keinen Plan. So. Also. Dann holen wir mal die nächsten Paletten Smoothstone hier eben ab. Ja, natürlich. Was auch sonst. Wie muss es pissen? Wer hat mit gerechnet? So. Wir nehmen alles mit. Ich werde dann was ins Lagerraum erstmal wieder packen. So eine Linie oder zwei. Und dann bringen wir den Rest nach drüben. Die Sache ist halt, ich habe auch gar nicht so unendlich viel Platz für den ganzen Scheiß immer überall da drüben, ne? Da müsste ich auch mal richtig sauber machen eigentlich. Ich müsste die ganze Scheiße da mal wegbringen und einfach mal dann immer mit dem, was ich halt brauche, dann da hinkommen. Weil ich bin auch wirklich so jemand, der irgendwie immer seinen Müll überall hinballert. Ich sortiere dann zwar irgendwann mal, aber ich schiebe das immer irgendwie erstmal 10 Jahre vor mich hin. So. Okay. Dann haben wir das auch erstmal erledigt. Du kommst mit. So, Picker hat auch wieder ein bisschen live. Upsala. So, ich bin mal echt mal gespannt, in wie viel, wenn da weitergemacht wurde.
Und ob das wirklich eine Area ist, die Chunk loaden kann, wenn Minecarts involviert sind oder viele Minecarts involviert sind. Weil irgendwie irgendwas ging dann da ja immer. Ich habe keine Ahnung. Aber normalerweise ging da irgendwie immer irgendwas. So. So, das kommt noch hier rein. Den Rest nehme ich mit nach drüben. Damit sollten wir gut was hinbekommen dort. So, ich möchte mal eben noch checken, was macht die Wollefarm. Fakt ist auf jeden Fall, sie funktioniert. Und das wirklich, ehrlich gesagt, besser als ich es erwartet habe. Bin ich ganz ehrlich. So, sind jetzt die Minecarts irgendwie out of sync oder so ein Mist? Ich höre hier auf jeden Fall noch ordentlich Betrieb. So. Doch, es ist ein bisschen was mehr geworden. Oh mein Gott, okay, sie sind out of sync. Scheiße. Oh nein. Woran liegt das denn? Ja, irgendwas mit den Chunks wahrscheinlich, ne? Naja gut, kann man jetzt nicht viel machen. Zumindest fahren sie dann weiterhin in Sync, so dass sie halt vernünftig einsammeln können. Was auf jeden Fall nicht passieren darf, was auf jeden Fall nicht passieren darf, also was ganz wichtig ist, was definitiv nicht passieren darf, ist, dass die sich schubsen und dann wild durcheinander in alle Richtungen fahren. Das wäre scheiße. Dann muss ich auf jeden Fall rein und dann muss ich die wieder korrigieren. Ja gut, das kann man jetzt nicht viel machen. Das Einzige, was man machen kann, ist, dass man die Minecarts halt kategorisiert, dass man die dann immer für einen bestimmten Sektor nimmt. Aber was es dann erschweren würde wieder, also was die Tatsache dann erschweren würde, ist, dass wir dann mehrere zentrale Punkte bräuchten. Das wäre dann der Nachteil davon. Aber solange das macht und so funktioniert, passt es. Ja, wir müssen halt mal gucken. Wie gesagt, wir lassen so eine Art Workstation, Workraum dann offen. Ja, was mache ich mit euch, Leute? Hier drin lassen kann ich euch nicht. Wenn, dann müsst ihr in die Wildnis. Autsch. Dann muss ich euch in die Wildnis rauslassen. Und dazu brauchen wir Getreide. So, und ich brauche wieder Raketen. So. Reicht, wenn ich einen nehme. Ich muss die dann nur weglocken. So. Dann bringen wir sie raus. Ich weiß nicht, wo genau ich sie rausbringe. Irgendwo in den Blumenwald vielleicht. Wäre vielleicht eine schöne Location für euch. Jetzt, wo es natürlich pisst, ist doof. Aber... Ne? Kann man jetzt gerade nicht viel machen, leider. So. Mitkommen. Alle Mann mitkommen. Folgt mir nach draußen. Ihr werdet neu verfrachtet. So. Oh, ich hoffe nur, dass diese Minecarts nicht, also ich kann natürlich jedes Mal, wenn ich mich dann hinstelle und das AFK mache, kann ich die Minecarts immer wieder neu, ich sag mal, neu starten. So.
Ich kann die jederzeit ohne Probleme einfach neu starten. Aber ich sag mal so, wenn es nicht unbedingt sein muss, dann muss es auch nicht sein. Ne? Ich glaube, versteht das, wie ich es meine. So, liebe Freunde. So, wer jetzt den Anschluss verliert, kann dann da, wo er den Anschluss verloren hat, auch bleiben. Ich würde mir nur wünschen, dass ihr zumindest versucht, nicht unbedingt in die Burg zu laufen. Orientiert euch hier an, an Schwarzi, das Schaf. Der weiß, wo es lang geht. Der kennt die Gegend hier. So. Ihr könnt ja später in die Windmühle ziehen oder so ein Scheiß. So. Okay. Hier. Du darfst es haben. Die anderen müssen damit klarkommen. So, ein Schaf hat es, glaube ich, nicht geschafft. Das ist da hinten stecken geblieben. Tja. Was denn? Da war gar kein Schaf. Was denn? Da war kein Schaf. Das habe ich mir ercheatet. So. Die Wolle kann ich ja mal eben dann hier hinbringen. So, was machen die Tokyo Drift Cards? Sie generieren auf jeden Fall Wolle. Das ist schon mal gut. Aber was machen sie nur, was machen sie gerade sonst noch? Okay. Okay. Ist das eure Ausgangswunschposition, in der ihr nun in Zukunft fahren wollt? Ich meine, wenn dem so ist, dann... Wenn dem so ist... ja, toll. Dann ist das wohl so. So, der Mist kann jetzt hier weg. Und beim nächsten Mal schauen wir dann, wie wir hier weiter mit dem ganzen anderen Kram machen. Mit Decke, mit Boden und. Dann bauen wir das Ganze hier mal ein bisschen schnieke. So. Also dann, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.